Herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä und diese Woche habe ich Post bekommen. Genau, denn ihr habt mir teilweise auf Facebook bzw. auf YouTube Guides geschickt, von denen ihr gesagt habt, schau dir das doch mal an, das kann ich nicht so ganz glauben. Oder hey, was hältst du von der und der Farmmethode? Und der, Entschuldigung, Xeat, tut mir leid, wenn ich deinen Namen jetzt falsch ausgesprochen habe, hat mir geschrieben, hey, habe gerade mal eine Goldfarm-Methode ausprobiert, Firelines mit Trank des Schätzefindens und dies dann nur Trash-Clearen. Pro Run Rohgold bekommt man 300 Gold, plus die Sachen, die man verkaufen kann. Ich habe dies 40 Minuten gemacht, also circa 3 Runs und kam auf fast 2000 Gold, was ich rausgeholt habe. Dazu wäre es gut, wenn man einen guten Freund, Kollegen, Rogue etc. hat, der die Schließkassetten aufmacht, ja, kann er mal verarbeiten, verkaufen, je nachdem, was besser ist, bla 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 bla. Ich habe mich dann auch gleich mal umgeschaut, habe sogar einen Guide in der Richtung gefunden, der genau das beschreibt. Dieser Guide verspricht euch, dass ihr 5.000 bis 7.000 Gold aus einer Stunde Firelands Trash Farm holen könnt. Das haben wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und was dabei rausgekommen ist, zeige ich euch jetzt. Firelands sollte jedem klar sein. Im Berg Hyal, also dem Kataklysmusgebiet Hyal, gibt es mitten eine riesengroße Pfütze von, ja, Lava, Magma, dieses heiße brennende Zeug halt, in der ihr den Eingang zu den Feuerlanden findet. Eben noch schnell auf 25 Spieler HC stellen, reingehen und dann geht's auch los. Ihr farmt nur im unteren Bereich, sowie die Echsen, die sich vor dem Gebiet alles Razor bzw. Ryolith befinden und der Trash, den ihr auf dem Weg zu dieser, ja, Spinne, dessen Name mir gerade entfallen ist, findet. Diesen Trash farmt ihr. Schmeißt euch vorher einen Trank des Schätzefindens rein und seht zu, dass ihr keinen Boss pullt. Ich habe mit meinem 738er Monk Tank ungefähr 6 bis 7 Minuten pro Run gebraucht. Gut, mit der Statue kann ich ein bisschen mehr pullen, allerdings kann es sein, dass ihr deswegen ein bisschen länger braucht. Ihr werdet aber auch nicht so lange brauchen, um die Mobs niederzuklopfen wie ich, deswegen könnt ihr da wieder ein bisschen schneller sein. Also, sagen wir mal 6 bis 7 Minuten pro Run circa. Gut. Allem für sich ist die Methode ganz einfach. Seht zu, dass ihr diese Kernhunde als erstes kloppt, denn die stunnen euch. Passt auf die Echsen auf, denn sie feiern euch. Ist aber eigentlich alles relativ irrelevant, da töten tut euch da eh nichts mehr. Also von daher ist das eigentlich völlig egal. Was haben wir gemacht? Ja, ich habe es immer geschafft, aufgrund meiner Taschenkapazität 2 Runs zu machen und dann musste ich immer eine kleine Pause einlegen, um meine Taschen wieder aufzuräumen bzw. leer zu machen, die ganzen Kisten von den Tränken aufzumachen und so weiter und so weiter und so fort. Ja, was haben wir gemacht? Zuerst mal die Aussage von dem werten Herrn, der mir dort geschrieben hat, so circa 300 Gold pro Run plus das, was man verkauft. Ja, nicht so ganz, aber es ist trotzdem gut. Also ich habe pro 2 Runs meistens zwischen 110 und 120 Gold gemacht. Also beim letzten, da waren es 150, aber da habe ich 2,5 Runs gemacht, eben um die volle Stunde vorher zu kriegen. Was haben wir bekommen? Ja, wie gesagt, so 150, 120 Gold im Durchschnitt. Wir haben einige Kisten bekommen, also diese Schatz des Tränkefindens Kisten, die ja wiederum Gold und Pandaria-Mats beinhalten, die im Moment gar nicht mal so doof sind, die zu farmen. Aber da komme ich später zu. Ein Haufen Grays, Haufen Greens, ein paar Epics und so weiter. Das Übliche. Ihr kennt es ja selbst, was ihr da alles farmen könnt. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal erzählen. Was bekommt ihr aus den Kisten? Ganz einfach. Glutseide, Elementium, Pyrit, Flüchtiges, Erde, Luft, Feuer, Wasser, Leben. Ja, die 5 Elemente halt. Was haben wir bekommen? Nach einer Stunde Farmen habe ich, wie ihr im rechten Teil, in dem gelben Bereich der Tabelle sehen könnt, 2541 Rohgold gefarmt. Das beinhaltet das Gold, das ich von den Mobs gelootet habe, sowie das Gold, was in den Schatzkisten war. Gut. Was habe ich noch bekommen? Ich habe insgesamt noch 4 Schließkassetten bekommen, habe ich geöffnet, habe das Zeug verkauft, habe es dazu gerechnet, waren 160, 39, bin ich bei 2701 Gold und 97 Silber Rohgold pro eine Stunde. Also Gold, das ihr in den Taschen habt, ohne dass ihr im Prinzip viel dafür machen müsst. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das ist eben dieser feste Wert. Also das ist ein Wert, an dem ihr euch orientieren könnt. Wie immer, ihr kennt das Ganze ja schon bei mir. Mit dem Gold kann man rechnen. Plus, minus 100, 200 Gold ist schon völlig in Ordnung. Dann kommt wieder der andere Teil. Der variable Teil. Nämlich das, was ihr für die Handwerksmaterialien, wenn ihr sie nicht direkt verkauft oder verarbeitet, beim Auktionshaus bekommt. Die Auktionshauspreise sind in dem pinken Bereich, Entschuldigung, in dem rosanen Bereich der Tabelle, also klingt beides schwul, aufgezeichnet. Nämlich A-Preise für Glutseide für die gesamte Menge, die ich bekommen habe, 319 Gold 78,
Pyrit zum Beispiel 1079 Gold und 61. Ich meine, okay, klingt natürlich super. Ich habe jetzt ein bisschen Pyriterz und kann das für saumäßig viel Gold ins Auktionshaus stellen. Aber wer kauft schon Pyriterz? Ne? Also ich werde es selten los. Formulieren wir es mal so. Ja, flüchtige Erde, flüchtige Luft, flüchtiges Feuer, flüchtiges Wasser und so weiter hat schon ein paar gute Preise. Gerade das flüchtige Wasser und die flüchtige Erde sind besonders interessant. Da, aufgepasst, ihr, wenn Legion erscheint, beziehungsweise der Pre-Patch erscheint, ihr kennt das Spielchen, kommt neuer Kram, kommt der Kleiderschrank. Was kommt mit dem Kleiderschrank? Richtig, Transmogrifikationskram. Was kommt damit? Ganz genau, Waffenverzauberungen. So, wie kann man Waffenverzauberungen transmogrifizieren? Ihr müsst Folianten herstellen und die lernen. Und was braucht ihr dazu? In diesem Falle für die Waffenverzauberungen aus dem Kataklysmenbereich Handwerksmaterialien aus dem Kataklysmenbereich. Unter anderem flüchtiges Wasser und flüchtige Erde. Also habe ich das Zeug jetzt, ich habe die Preise, wie sie jetzt gerade sind, mit in die Tabelle aufgenommen. Ich habe es aber nicht verkauft, weil ich behalte das, bis Legion rauskommt, weil dann wird es noch teurer. Die Sachen, die ich ins Auktionshaus gestellt habe, beziehungsweise stellen würde, belaufen sich auf einen Wert von 4.510 Gold und 47 Silber. Was mich mal angenommen, ich würde alles verkaufen, auf einen Gesamtgoldwert für eine Stunde Farmen von 7.212 Gold. Gold bringt. Ergo 7k die Stunde. Also im Allgemeinen, ich möchte trotzdem weiterhin sagen, so wie der Goldgeld es mir verspricht, dass ich 5 bis 7.000 Gold in nur einer Stunde habe, stimmt nicht. Wenn ich dann aber, wie gesagt, das Auktionshaus und die Auktionshausdauer und die Gebühren und so weiter mit einrechne, könnte es stimmen, aber es ist halt serverabhängig, preisabhängig und eben solche variablen Werte haben in Titeln von Goldguides nichts verloren. Von daher sage ich, dass dieser Goldguide nicht stimmt. Natürlich ist es eine kleine, feine, aber nette Brain-AFK-Methode, um sich ein bisschen Kleingold für nebenbei zu farmen. Muss man aber nicht. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis dann.